Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahadun mit einer neuen Folge Age of Wonders Planetfall. Wir stehen, oder beziehungsweise wir hatten letzte Runde unsere Armeen hier unten im Süden in Stellung gebracht, hatten nochmal unsere Wilden von M1 auf M2 Wilde geupgradet, beziehungsweise die sind hier gerade dabei, geupgradet zu werden. Eine Runde dauert das. Und wir stehen hier mit unserer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Roboterarmee vor der Quest der Autonomen. Was wir jetzt hier auch in Angriff nehmen werden. Wir müssen doppelt so überlegen. Normalerweise würde ich da einen automatischen Kampf machen, aber da wir das erste Mal hier die ganzen Einheiten unter unserer Fuchtel haben, wir hatten ja bisher eigentlich nur diese autonomen Wache-Einheiten immer. Und jetzt haben wir hier noch den Justiziar dazu bekommen. Klasse 3 Elite-Einheit. Klasse 2 Spezialist, den Bildschirm und noch einen Klasse 2 Plänkler und Golem. Und unseren neuen Helden hier in der 4. Armee. Energiekreditmäßig sieht es düster aus. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Wir wollen ja hier das Austernviertel anschließen. Und wahrscheinlich werden wir dann hier einen Energiesektor daraus machen. Um überhaupt mal wieder ein bisschen Energie zu produzieren. Weil das ist nichts. Der Unterhalt frisst uns halt die Haare vom Kopf. Aber wir greifen an. Manueller Kampf. Diesmal drücke ich nicht auf automatischen Kampf aus Versehen, sondern wir machen tatsächlich einen manuellen Kampf. Die haben auch einen Klasse 3 Einheit dabei. So, Magmawesen. Also, was kann denn der hier? Quarzitschläger. Hat 7 Rüstung. Nicht schlecht. Magmaschleuder. Fährt einen Klumpen Magma ab, der Einheiten in einem Umkreis von einem Feld und Schaden zufügt und eine thermische Gefahr auf dem Boden erzeugt. Also ist ein AOE-Angriff. Dafür brauche aber volle Aktion. 7 Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also hinter den Felsen werden wir sicher. Und die hier. 5 Reichweite, Flammenstrahl 1, 20 zieht das ab. 1, 2 Felder, Kegel. Hui. Also wie gesagt, hier hinter den Felsen in Stellung gehen. Uns überhaupt mal unsere Einheiten anschauen, was die so können. Verbinden, initialisieren, was ist das? Vernetzt alle verbündeten mechanischen Einheiten und gewährt ihnen einen Bonus, der mit jedem erneuten Einsatz stärker wird. Stufe 1 plus 10 Treffsicherheit bei Angriffen und 2 Widerstand. Was ist das für ein Widerstandszeichen? Blitzwiderstand? Oder generell 2 Widerstand? Stufe 2, die Angriffe der Einheiten erhalten eine Stufe von taumelnder Einschlag. Zusätzlich Schaden und Fernkampfangriffe. Die Reichweite wird erhöht um 1. Kann nur einmal pro Kampf angewendet werden. Ist ein bisschen irreführend, oder? Achso, das startet dann jede Runde erneut, oder wie? Na, wir verbinden einfach mal die. Oder wir initialisieren, schweres Wort. Initialisieren einfach mal die Verbindung. Vernetzt, Stufe 1. Cool. Der ist nicht mit vernetzt. Sprühnebel. Also hier hinter den Felsen in die Deckung gehen, haben wir gesagt. Justiziar, was kann der? Strafe-Rakete, 2 bis 9. Flächenschaden.
Abreise. 200% zusätzliche Schaden gegen Hindernisse. Kann verstärkte Hindernisse zerstören. 2 bis 9 Reichweite, sowas wie eine Artillerie ist das. Auch sicherlich volle Aktion, ja. Da wird man sogar schon bis dahin kommen. Krass. Zwar nur 60% Trefferwahrscheinlichkeit, Abklingzeit eine Runde. Lohnt sich das? Ich würde sagen, ja, gut 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Wir schießen das ab. Der Effekt war jetzt, also der Start sah ja ganz gut aus, ja. Aber dann, wie das dann hier einschlug, naja. So, jetzt haben wir hier diesen Golem. Das ist ein Nahkämpfer. Ganz einfacher Nahkampfangriff. Und dann haben wir halt diese Bombfähigkeit. 2 Runden Abklingzeit. Dicker, großer R2-D2. Hä? Die Autonomen haben eine Reichweite von 7. Zielparameter berechnen. Alle vernetzten Einheiten erhalten ebenfalls diesen Effekt. Wow. Wir haben jetzt hier 2 von diesen Wachen mit drin. Kann man gleich mal austesten. Achso. Volle Aktion. Na, dann nehmen wir das hier mal. Die anderen bekommen das auch alle, die vernetzt sind. Und wir beenden. Kommt bis hin. Sollte ich mich verzählt haben? Operations available. Sieben Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 7. 6, 7. Ja, der hat die Felsen hier anvisiert und dadurch hat er uns halt hier hinten auch noch mitgetroffen. Hier wird man rankommen. Hier wird man auch rankommen. Wir bewegen uns mal hier oben hin, damit wir dann noch freies Sichtfeld haben, wenn wir auf das schießen wollen. Verlieren. Max Zement hat halt nur eine 3er Reichweite. Aber es wäre eine einfache Aktion. Wir könnten versuchen, den Quarzitschläger hier komplett rauszunehmen. Wir merken uns das mal vor, wir werden es versuchen, den Quarzitschläger da rauszunehmen. Wobei, wir machen es einfach jetzt schon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir machen das. Ja, wir haben jetzt ja nochmal 4 Schaden bekommen, wenn wir hier durchgelaufen sind. So, also 2 Runden außer Gefecht gesetzt. Übelst starke Fähigkeit, finde ich. Ja, hat leider noch Cooldown auf diese Bestrafe-Rakete. Ziel markieren. Markiert die Zieleinheit zur Zerstörung. Die Einheit verfügt über -2 Widerstand gegen alle Schaden, sondern ist um 50% leichter zu treffen. Das hätten wir vielleicht mal vorher
machen sollen. Aber naja, deswegen führen wir ja die Kämpfe auch durch, dass wir ja die autonomen Einheiten auch mal ja, selbst spielen können, ne? Dass wir sehen können, was sie genau können. Also, der will, dass man hier durch diesen brennenden Boden laufen, aber will ich eigentlich nicht. Ziel markieren. Wie lange hält das an? Das ist eine gute Frage, ne? Steht jetzt hier nicht da. Ist das nur für diese eine Runde? Dann wäre das ja sinnlos. Wir testen es. Markiert zwei Runden lang. Also hier steht dann, stand dann auch eine 2 da, wenn man mit über eine Zieleinheit drüber geht. Aber erstmal mit 53% diese Einheit zu treffen, flankiert. Wir haben da Friendly Fire ausgelöst auf unseren Helden. Das ist weniger gut. Und 50%. Ich hoffe, ihr trefft diesmal. Also ihr trefft diesmal. Ja, er trefft zwar, aber es ist noch ein Streiftreffer. Scheibenkleister. Der überlebt. Haben wir eigentlich keinen Bock drauf. Wobei, viel könnt ihr uns glaube ich nie machen. Ist halt immer ärgerlich, wenn dann halt so eine Einheit hier mit einem HP überlebt. Das Problem ist, die macht ja genauso viel Schaden, als wenn sie voll wäre. Ne? Leute, das ist mir nicht wert. Wir haben auch nicht genügend Geld. Wir beenden die Runde und hoffen mal, dass sie uns nicht zu viel Schaden machen. Jetzt können die von der Seite auch nochmal flankiert. Enemy eliminated. Ah, durch diese, weil wir halt eine Nahkampfeinheit daneben stehen hatten, bekommt er da einen Heap ab. Sehr schön. So muss das sein. Das kriegt man doch bestimmt noch besser hin. Das ist eine einfache Aktion. Parasiteninfektion. Könnten wir halt noch mehr Einheiten dazu bekommen. Enemy eliminated. Von unserem Justiziar. Ziel markieren. Wobei, wir können es mal markieren. Der wird jetzt nicht aufwachen, oder? Nein. Er ist immer noch verhüllt. Achso, die schauen schon in die Richtung. Das heißt, ja. So. Sechs Einheit haben wir noch eine Einheit vergessen. Verteidigungsmodus. Kann man den Überwachungsmodus reinschmeißen? Na dann.
Legen wir mal los. Oh, das Brennen hält 2 Runden an, wenn man einmal durch Magma gelaufen ist. Oder wie? Oder kommt das Brennen von den... von dem Schuss... von dieser... Silizium-Einheit? Könnte auch sein, oder? Was von dieser Silizium-Einheit ist. Überträgt Rabatoren nochmal schön über das Netzwerk und heilt alle vernetzten Einheiten um 5 pro Netzwerkstufe. Das ist krass. Gefällt mir also diese Idee des Vernetztseins hier bei unserer Roboterarmee. Testen wir doch mal diese Fähigkeit hier. 100% und Bomb! Feuer frei. Aha, muss man so machen. Mal sehen, ob wir auch Schaden bekommen. Ich schaff's mal eh. 16 Schaden. Witziger, großer R2-D2. Schießt mit allem, was ihr habt. Enemy down! Nice! The enemies of the Hive have been defeated. Taktische Reparaturvorrichtung. Rüstung. Verteidigungsmod. Heilt bei einer mechanischen oder Cyborg-Zieleinheit 7 HP für jeden Aktionspunkt, der während der Heilung angewandt wird. Taktische Reparaturvorrichtung. Das geben wir unseren Helden hier an dieser. Objective completed. Haben wir abgeschlossen. Schön, Wesen bekannt als Quarzit, zerstört, Vervielfältigungsrate statisch. Sektuxato ist qualifiziert. Danke sehr. Datenbankeintrag aktualisiert, Belohnung zugewiesen. Happa Happa. Klasse 2 Primärwaffe. Was für einen Nahkämpfer. Und das übliche Produktion. Einfluss und Beziehungsbonus. Nehmen wir. Vergessen, werden wir dem das auch gleich mal ausrüsten. Taktische Reparaturvorrichtung. Das lohnt sich bei dem, da der ja in unserer autonomen Armee ist. Grimsko hat Protection ready. Abwehrgeschütze gebaut. Einheiten können wir uns erstmal nicht mehr leisten. Soweit auch alles fertig. Das können wir noch bauen, würde uns auch keinen Unterhalt kosten an Energiecredits. Botanischer Garten. Siedlereinheit ist jetzt eigentlich nicht notwendig. Lassen wir das erstmal so dabei. Ah, die Squads haben auch schon alle bewegt. Na Leute, dann kommt es in der nächsten Folge direkt zur Schlacht gegen diesen Wachstumsknoten hier. Das wird krass. Ich befürchte, da werden wir Einheiten verlieren. Ja. So wird's kommen. Aber das soll uns nicht stören, denn wir sind die Kirko. Also dann, bis dahin, bye bye, euer Saad. Bis zum nächsten Mal. Ciao.